Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Infinity zusammen mit mir, eurem Windstiller. Hallo! Ja, wir wollten Testwerks bauen. Man sieht, ich nehme auch gleich wieder danach auf, wie immer. Dann lasst uns doch mal schauen. Tesseract. Können wir jetzt einen bauen? Ja, der zweite Dinger müsste hier gleich fertig sein. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir doch schon mal den ersten Tesseract und schmeißen den da einmal. Genau, richtig. Jetzt wird er gefüllt mit diesem Ender. Und danach müssen wir den noch fertig bauen. Ist dann aber, glaube ich, nur ein bisschen was Kupfer und Silber, glaube ich, drumherum. Und dann ist der Tesseract fertig. Und was man damit machen kann, zeige ich euch dann. Schau mal, ob wir es in der Folge machen oder aber halt dann spätestens in der nächsten. So, jetzt haben wir einen vollen Tesseract Frame. Nun gehen wir hier hin. Tesseract. Können wir den zweiten auch schon bauen? Nee, noch nicht. Zack. Und das ist der erste Tesseract. Cool. Haben wir schon den ersten. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch den zweiten. 61. Dann können wir den ja schon mal konfigurieren. Zack. Wir nehmen mal die Frequenz. Ich meine, wir sind allein. Wir können einfach die Frequenz 1 nehmen. Nennen das Ding, Ender Query. Genau. So, dann müssen wir nachher gucken, welches wo ist. Also man kann hier sagen, was er machen soll. Also Items senden, empfangen oder beides. Dann Flüssigkeiten senden, empfangen und Energie senden, empfangen. Und genau, dann können wir nämlich quasi Strom direkt von unserem Reaktor zur Ender Query und müssen hier nicht uns irgendwie Gedanken machen, wie wir Kabel legen oder mit Solarzellen oder whatever. Dann ist das alles wesentlich einfacher. Bronze brauchen wir noch, wie es aussieht, ne? Ne, haben wir genug da. Komisch. Tesseract. Tesseract Frame. Einmal. Dann wieder zu dem hingehen. Da müssen jetzt noch 1000 Millibuckets drin sein. Wunderbar. Einmal auffüllen. Der hier kann schon mal weg. Upp. Brauchen wir nicht mehr. So. Rein damit. Das raus. Perfekt. Und der ist auch schon fertig. Bauen wir das hier auch gleich wieder ab. Dass wir keine unnötigen Maschinen haben, die wir nicht brauchen. Und wieder. Welches ist jetzt der fertige? Das ist der Frame. Genau. So. Tesseract. Hier. Zack. Und dann haben wir den zweiten. Sehr geil. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Ender Query unten aus dem Ender wieder zurück. Also ich denke, da haben wir jetzt erstmal genug raus. Was wir jetzt halt brauchen, ist Yellorium etc. Und das kriegen wir leider nicht, oder meistens dann nicht im Ender, im Nether. Ich sag immer im End, also, im Nether, deswegen müssen wir die jetzt ein bisschen in der Oberwelt hinbauen, aber da das Ding einfach alles gegen Erde austauscht, ist das ja kein Problem. So, einmal hoch mit uns. Es sieht auch aus, als ob die Query schon relativ... Ja, doch, sie hätte noch einiges zu tun, wie es aussieht. Wir haben ja bis hier hinten den Auftrag gegeben. Und ist jetzt gerade mal bei der Hälfte. Naja, nicht so wild, nicht so wild. Wir können hier einfach mal alles stehen lassen, so wie es ist. Nehmen nur die Query mit. Und ja, die Chest brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das nehmen wir jetzt mal mit. Dann würde ich das einfach mal stehen lassen. Vielleicht bauen wir uns irgendwann noch eine zweite Query oder ich muss sie hier nochmal hinstellen, dann wäre schon alles da.
So, und das hier schnell noch mitnehmen. Komm her. Und da hinten war, glaube ich, irgendwo ein Angel-Block, den wir hingestellt hatten. Nö. Lass mich in Ruhe. Na, no, hier ist die zweite. Ne, die dritte. Komm her. Habe ich jetzt alles? Gleich mal gucken. Kann ich mich irgendwo hinstellen oder mögen die Pigments mich nicht? Ne, scheint, ich habe alles. Wunderbar. Schnell wieder zurück. Und dann testen wir das gleich mit den Tesseracts. Sollte eigentlich funktionieren, aber man kann ja nie wissen. Du, 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 du. Schnell hoch. Also am besten wäre natürlich, wenn wir uns irgendwo hinstellen. Hier hinten war ja irgendwo eine Schlucht, glaube ich, ne? Wo ja relativ viel war. Schauen wir mal schnell nach. Hier ist ja noch relativ viel Kram. Warum ist denn hier so ein... Hä? Naja. War nicht irgendwo hier eine Riesenschlucht? Jo, hier ist nämlich viel Gold und so weiter. Hier ist auch noch Helorium. Ich mache mir mal einen Wegpunkt. Neu. Schlucht. Safe. Dann sehen wir die nämlich oben. Den Wegpunkt. Und dann gucken wir, ob das einigermaßen Sinn macht, dass wir da die Quarry hinstellen, weil wenn da natürlich überall Berge sind und man diese Fackel nicht ordentlich setzen kann, macht es natürlich nur sehr bedingt Sinn. Aber schauen wir einfach mal. Du, 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 du. Und wieder nach oben. Das ist irgendwo rechts. Das heißt, das ist genau auf dem... Müsste genau auf dem Berg drauf sein, ne? Da hinten, genau. Machen wir das trotzdem? Dann haben wir hier halt nachher einen Erdberg. Das sollte ja jetzt nicht das Problem sein, oder? Komm, weg mit dir. Wir können... Nee, nee, nee. Nichts, what the fuck. Da hinten ist noch der nächste, bevor der kommt. Sind wir ein bisschen schneller. Hier ist die Schlucht. Dann lasst uns mal überlegen, wie groß machen wir denn das Ding? Wo stellen wir denn die Quarry überhaupt hin? Hier? Auf dem Baum? Hätte was, oder? Können wir hier was hinstellen? Gucken wir mal. Einmal den Tesseract. Dann die Ender Quarry. Ich glaube, den muss man draufstellen, oder? Ich glaube, die Ender Quarry will immer, dass oben die Kiste ist. Ja, ist aber alles kein Problem. Einmal das da. Zack. Zack. Das Ding soll Items verschicken. Und das Ding soll keine Flüssigkeiten und es soll Strom bekommen. Priorität ist egal. Dann brauchen wir jetzt quasi noch diese Enderfackeln. Nein. Okay, das geht wohl nicht. Hier muss ein normaler Stein sein. Zack. Hä? Okay, ich bin jetzt auf Höhe... Moment, ich schreibe mir das gerade mal schnell auf. 7, 6, 8 mal 9, 3, 9 mal 8, 7. 8, 7 ist die Höhe, dass wir einfach auf der gleichen Höhe sind nachher. Und dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal etwas in diese Richtung. Du, 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 du. Also flow vielleicht mal hinter den Berg. Ist ja überhaupt nicht übertrieben, was ich hier gerade mache. und was war es? Höhe 87. 100. Äh, 84? 87.
Jo, hat er. Wunderbar. So, wieder dahin zurück. Und dann das gleich in diese Richtung. Da müssen wir auf die 7, 6, 8 achten. Dass wir uns da nicht allzu weit wegbewegen. Erp. 78. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen höher. ...84, 85, 86, 87. Jo, perfekt. Was wir jetzt natürlich noch vorbereiten müssen, bevor wir anfangen, wir müssen uns überlegen, wir brauchen auf jeden Fall die Endertruhe. Habe ich die jetzt mitgenommen? Nee. Weil wir müssen das Zeug so irgendwie hier hinkriegen. Da habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Na, okay. Gehen wir gerade mal schnell runter. Und dann würde ich da gerne diesen Tesseract ausprobieren. Also, finde ich ja schon cool, das ganze Zeugs. Zack. Wenn das natürlich auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sehr geil. Dann ist halt wirklich nur das Problem, dass wir Yellorium brauchen. Viel Yellorium. Ich werde auf jeden Fall fürs ME-System auch in der neuen Behausung ein Backup machen für Strom. Da halt dann auch Solarenergie. Dass wenn wirklich mal das Yellorium aus sein sollte, dass man dann trotzdem noch ans ME-System drankommt. Weil sonst bringt uns das ja alles nichts. Man könnte auch irgendwo ein paar Yellorium-Barren aufheben, aber ich habe lieber ein Backup-System, wo auch ein kleiner Stromspeicher ist, der nicht an die andere Maschine rangeht, sodass man im Notfall relativ schnell wieder ans ME-System rankommt. Und, dass man da nicht irgendwo auf dem Trocknen steht. Gut, Item-Konto jetzt brauche ich noch. Item... Habe ich da noch welche? Ja. Die habe ich. Die Kiste habe ich. Und den Tesseract habe ich. So, lass uns mal gucken, ob das, was ich denke, wie es funktioniert, auch wirklich funktioniert. So, hier müssen wir auf jeden Fall gucken, wo kommen die denn her? Von hier wahrscheinlich, ne? Puh, hätte auch ein nicht so gemütlicher Kerl sein können, ne? So. Die Frage ist, wo stellen wir das nachher hin? Also, hier will ich es ja eigentlich nicht stehen lassen. Gut, man kann es jetzt hier mal provisorisch stehen lassen. Also, ich möchte hier gerne nachher den Raum haben. Und hier im Hintergrund nachher noch so eine Art Technikkammer. Wo dann so automatisierte Sachen stehen, wo man eigentlich nicht mehr ran muss. Also dazu zähle ich jetzt auch nachher den Tesseract. Deswegen lassen wir es den doch gleich hier hinten hinstellen. Das da brauchen wir, das da und Strom brauchen wir. So, als erstes mal den Tesseract. Der braucht Strom. So, da kommen wir von hier. Gut, dann hat er schon mal Strom. Der soll diese Frequenz für nutzen. Und er soll Strom... Er soll Items nur empfangen. Und Strom nur senden. So, dann wird das schon mal erledigt. Gut, dann brauchen wir natürlich noch... diese hier. Dazwischen einem Item-Konduit. Der soll immer raus tun und auf der Seite insert. So, klappt das denn dann so? Lass uns mal schauen.
Zip. Wo haben wir jetzt die Query hingestellt? Ach, da hinten. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Query nachher auch die Bäume zur Erde macht. Jo, man sieht, sie ist wesentlich schneller als vorher. Aber wahrscheinlich auch nur so lang, wie da hinten unser Stromspeicher noch ein bisschen Strom abgibt. Jetzt gucken wir mal, ob die Items auch ankommen. Hä? Jo, klappt. Wunderbar. Wir müssen natürlich gleich ein bisschen unseren Mülleimer... Genau, da gucken wir gleich mal. Dass unser System nicht zugemüllt wird. Aber war... Achso, der nimmt jetzt hier wahrscheinlich hier die Energie raus, ne? Erstmal. Sehr cool. Okay, wunderbar. Mülleimer konfigurieren. Ganz wichtig. Beziehungsweise können in der nächsten Folge auch hier nochmal einen M8-Drive machen. Na? Hier, Cobblestone kommt jetzt natürlich rein wie Wulle. Gravel wird auch sehr viel kommen. Nein, hier müssen wir es konfigurieren. Granit. Cobblestone. Gravel. Und dann muss man einfach mal gucken, was noch so kommt. Also Andesit wird auch kommen. Moment, das haben wir bestimmt hier. Andesit. Ist auch so ein Stein, den kein Mensch braucht. Andesit. Zack. Das hier einfach... genau. Er pumpt schon ab. Sehr schön. Also wir brauchen nachher Couple Stones, weil ich diese Compressed Stones machen möchte. Aber aktuell wird es einfach nur unser System zumüllen. Das lassen wir uns mal gleich gucken. Drive. Ja. Das sind die mit Diamant, oder? Inscriber Engine, genau. Diamant. 1, 2. Man ist mal hier kurz ein bisschen aufräumen. Das alles weg. Das auch weg. Dann brauchen wir die Presse. Diese hier brauchen wir. Die Silikon. Ach hier. Genau, da brauchen wir zwei Redstone. Redstone, zwei Stück. Zwei Silikon. Silikon, zwei Stück. Zack. Ne, hier ist die Presse. Eins. Dann würde ich mich sagen, machen wir noch ein paar Festplatten rein. Zwei. Weil ich habe die Befürchtung, dass das jetzt relativ schnell volllaufen wird. Hä? Ach, Kalko, ich war... Ja. Brauch die andere. Ich brauche diese hier. Nee, hä? Welche war jetzt immer für Diamanten? Na, kommt doch her. Ja, jetzt habe ich ja demnächst alle ausprobiert, oder? zack, zack. Genau, die hier. Wenn man alle durchprobiert hat, kann es ja nur noch die letzte sein. So, Dille. Das raus, das da rein, das da rein, das da rein. Das da, das da und das da. Na komm, ich will noch schnell das ME-Drive bauen und dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ansonsten ein Däumchen nach unten.
Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Feed the Beast wieder. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao und bye bye. Tschüss.